So, und zwar machen wir Folgendes. Ich mache das jetzt ganz simpel. Ich nehme mal hier Notasche, mache den weg und füge den hier ein. So. Und dann sollte es eigentlich alles connected sein. Der ist jetzt connected zum Boss-Dingens, ne? Oh, süß. So ein Knuffelchen. Wie schnell der auch rumrennt. Mach hier bloß nichts kaputt. Sonst kommst du raus hier nämlich. So, und hier mache ich mal, das hier kopiere ich und reiße es ab. So, ja, die Dinger gehen natürlich auch kaputt. Da helfe ich mal nach. Und das hier können... Nein! Ups, das war falsch. Ich dachte, das wäre die Dingenskiste. Da habe ich ein bisschen zu vorschnell etwas entfernt. So. Gut. Hm, packen wir wieder rein. Edelholz. Dann, wie viel war das nochmal? 60, ne? So. Hm, ich nehme mal kurz die anderen Sachen auch auf. So, die 100 davon. Das hatte ich hier hingetan. Aber da fehlt doch was. Da fehlt doch eine ganze Menge. 25 Hektar Holz. Warte mal, hä? Was brauchte das Ding nochmal? 25 Hektar Silber, 50 Edelholz, Keramikplatten und 100 Nägel. Wo sind denn die Keramikplatten? Ach da. Nee, das ist die Kohle. Hä? Okay. Gut. Aber wie auch immer, ich wollte nochmal kurz hier in die Notasche... Nee, nicht in die Notasche gehen. Ich wollte hier... zum Boss-Spot gehen. So, und hier unten nämlich das eine fehlende Portal hinbauen. So, und zwar hier hin. Und hier das einfügen. Sollte connecten. Ja! Sehr gut! Dann haben wir alle Notportale einfach hier reingequetscht. So what? Und wir haben hier direkt Boss-Spot, ne? Schön hier oben auf dem Felsen. Das heißt dann, wenn hier nachher Bossfight ist, dann haben wir hier trotzdem unseren Safe Space. Sehr gut. Und das andere, also das originale Aschenlandeportal, führt jetzt zu unserem großen Turm, ne? Dieser Kirchturm, den wir da für uns vereinnahmt haben. Was geht denn da hinten ab? Kein Plan, das sieht aus wie Grausten, ne? Ja. Und wie viel ist hier noch drin? Der ist immer noch voll. Kann es sein, dass der nur... Knochen, also hier sein Dingens verliert, seinen Treibstoff verliert, wenn er Schaden nimmt? Das wäre ja begrüßenswert. Gut möglich, ne? Ich dachte, der verbraucht sich auch über Zeit. Aber gut. So. Hervorragend. Dann schmeiße ich hier mal den ganzen Loot runter. So. Bronzenägel. Ah ja, na klar. Stimmt. Wir müssen natürlich noch so ein Dingens hier oben für ihn dran machen. Das mache ich aber dann, ne? Also, ich weiß ja noch nicht, auf welcher Höhe ich das platzieren muss. Deswegen macht es ja keinen Sinn, das jetzt schon zu machen. Warte mal, so. Dann das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg! So! Perfekt! Und es ist gleich wieder abends, ne? Ja, wir haben schon Nachmittag. Ich gehe nochmal nach unten und werde die Aegis rausnehmen. Ah, hier sind welche geschlüpft. Sind allerdings schon abgehauen. Wo seid ihr denn? Warum schlüpfen die? Aber ich sehe es. Da! Da ist unser Erster. Er ist groß geworden. Zahm und hungrig. Squid liebt dich. Das ist natürlich super cute. So, und die machen die ganze Zeit Liebe da drin. Zeig mal her. Was habt dann da pro... Oh, ja, nice. Her damit, her damit, her damit. Und du verziehst dich mal. Ich nehme den Sattel. Ich mache mir hier gar nicht erst die Mühe. So. Zack. Und dann drei. Rauf da. Und hier hin. So. Nein. Nein, 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 nein. Du sollst die Aegis nehmen. Verdammt. Ey, das ist doch nicht wahr. Da ist seine Hitbox schon. Ist doch nur sein Schwänzchen. So, dann gehe ich halt hier hin. Her damit. Und dann nehme ich den Sattel wieder ab. Das ist doch wohl nicht wahr. Dann reite ich noch mal hier hin, damit ich auch durchkomme. So.
Sehr gut. Und den Sattel wieder rein. Und die Aegis hier schön wieder hingelegt. Ja. Haben wir doch schon mittlerweile, ne? Ich würde sogar allmählich sagen, das reicht. Oder? So theoretisch. Ja, obwohl, hier, komm. Das könnt ihr noch futtern. Die 7 Guten. Und die sind alle warm, ne? Sehr gut. Und hier müssen jetzt auch überall Schlüpflinge rumrennen. Ich will die Schlüpflinge sehen. Ich finde die super cute. Aber wo sind sie? Ich höre auf jeden Fall die ganze Zeit Geräusche. Müssen die hier doch irgendwo rumrennen? Loki. Okay. Da, ne? Ich höre sie die ganze Zeit grummeln. So auf dem linken Ohr. Hä? Aber ich sehe nichts. Ah, gut. Vielleicht müssen die erst ausgewachsen sein, damit man sie besser sieht. Kein Plan. Na gut, dann halt nicht. Aber hier werden ja auf jeden Fall ordentlich welche nachproduziert. Sehr gut. Da! Nosis! Ja, okay, kein Wunder, dass ich die sehe. Die sind ja auch grün und winzig. Da habe ich sie bestimmt permanent übersehen, ne? Ah, da ist noch einer geschlüpft. Ja, vor allem sind sie auch Grasfresser, ne? Die müssen sich hier dann ja richtig wohlfühlen. Das sind ja Pflanzenfresser, auch wenn sie nicht so aussehen. Finde ich ehrlich gesagt auch super cute. Sie so bedrohlich aussehen, aber trotzdem Pflanzenfresser sind. Also jetzt für Reptilien ja natürlich ungewöhnlich, ne? Aber ja, ja gut, wie auch immer. Ich würde sagen, hindurch. So, ab nach oben und in die Pofe geschmissen. What I say. Und dann kümmern wir uns mal um Harz. Shit, hätte ich mal vorhin schon Harz geholt. Dann werden die jetzt wieder aufgeladen. Aber da werden wir sowieso gleich ein bisschen was ändern. Doch zuerst einmal, gute Nacht. Guten Morgen und dann ab nach unten. Und jetzt werden wir mal ein wenig die Mistlands erkunden. Aber die Mistlands, die wir bereits kennen. Denn da habe ich was Spezielles vor. Oh, wie leer es hier auf einmal ist. Ne? Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Genauso hier jetzt, dass hier oben jetzt auch diese Portale weg sind. Oh, es ist ja endlich wieder frei. Viel schöner so, oder? Vor allem mit diesen Dingens. Jetzt sieht man das das erste Mal voller Geltung, ne? Voll nice, was wir uns hier aufgebaut haben. So, ich gehe mal nach unten. Ich glaube, ich schmeiße noch eine letzte Fuhre Harz an. Ja, warum nicht, ne? So. Stoffe, hier nochmal ein Zwambo. So. Und nach unten. Und vielleicht sogar noch eine Fuhre Kupfer, überlege ich gerade. Kann ja eigentlich nicht schaden. So. Das Gegrunze. So. Ja, und dann werde ich das einfach weiterverarbeiten, ne? Würde ich sagen. Also nehme ich hier 20 raus. So. Mach den hier hin. Nehme Kohle raus. So. Und rein damit. So. Und hier. Dann hier natürlich. Und hier. Dann die Nummer 20. Und die Nummer 20. Na komm. So. Kohle rein. Dann können wir das Erz hier hinten hier reinpacken. So. Und dann füllen wir natürlich Eider wieder auf. Her damit. Und rein damit. So. Und hier oben. Sehr gut. Ja, und Met wahrscheinlich noch nicht, ne? Doch, tatsächlich. Was? Okay, das geht aber schnell. Hervorragend. Können wir aber auch gerade gut gebrauchen. Plusti, was machst du hier unten im Keller, sag mal? Bist du denn verrückt? Das ist doch gar nicht dein Revier. So, Stoffe. Rein damit. Magie. Rein damit.
Ja, dann also, da haben wir auf jeden Fall mehr als genug, ne? Da kommt gleich noch ein Zwambo und dann haben wir hier sogar 3 und hier noch 20. Not bad. Aber gut, ich gehe mal hier hin und wir haben viel zu viel Met dabei. Mach ich mal so. Und weißt du was, dann nehme ich sogar noch 2 weg. So. Und hier mache ich genauso. Da nehme ich mal so. Und ne, haben wir 4 von allen. Und außerdem brauchen wir Ausdauerfood. So. Das brauchen wir ja deutlich mehr als die anderen auch, ne? Oh, Pilzshake geht auch, wenn ich wieder zu neige. Aber gut, dafür brauchen wir, ja, eben die das erwähnte Harz. Und hier wollte ich mal gucken, Möbel, nee, Herstellung natürlich. Denn es hat ja mit Ressourcengewinnung zu tun. Und wo haben wir denn, Müsste doch bei Herstellung sein, oder bin ich jetzt bescheuert? Da. Harzextraktor, Yggdrasilholz, 10. Ich nehme mal für 4 mit. Also 40 oder für 5. Ja, ich glaube, so viel Gewicht können wir nicht tragen. Also, ja, hier ist eine Harz, Alter. So, dann waren... verdammt, wie viel waren das? 5? Ja, also 20. So. Und wir tragen jetzt schon zu viel. Ah ja, na klar, weil wir den Gürtel nicht haben. Wollte aber eigentlich auch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich ziehe mir mal den Gürtel an und behalte aber die Schwarte natürlich im Inventar, damit ich mal alles kurz rübertragen kann. Weil ich habe da noch ein bisschen was Größeres vor, nämlich... Was heißt das Größeres? Aber auf jeden Fall brauchen wir gerade ein bisschen mehr... Tragekapazität. So, was war das noch? Diese Extraktoren natürlich. Metallteile. 2 und nochmal 2. So. Und weil das noch nicht ausreicht, gehen wir mal kurz zu Magie. Nehmen hier von 10 mit. Und auch hiervon nochmal 10. So. Und dann gehen wir in die Nebellandebase und gucken mal, ob wir vielleicht ein paar mehr Wurzeln in der Nähe finden. War nämlich ein Tipp, dass wir doch auch sozusagen nicht immer nur die 3 abfarmen, sondern gehen wir halt ein kleines Stück, ne, so eine kleine Runde. Ich will aber auch nicht zu weit weg. Es kann auch sein, dass gar keine Wurzeln in der Nähe sind und dann halt nicht. Aber ich wollte mal gucken und dann das vielleicht ein bisschen ausweiten, ne? Aber zuerst einmal natürlich ernten. Hör damit, hör damit, hör damit. So. Und hier vorgeworfen. Das ist ein Vorwurf. Gut, wenn wir hier sind, könnten wir Gyal. Ich habe ein Gyal gehört. Da. Gut, ich gehe mal in die Richtung. So, stimmt, hier war ja eine Base, ne? Waren die nicht sogar friedlich? Ich hoffe es. Keine Wurzeln, da auch nicht. So, und hier wollte ich mal gucken, ob die friedlich sind. Ich hoffe es. Ja, gut. Oh, hier ist die Treppe weggerissen worden. Sind hier eigentlich noch Kisten zum Looten? Okay, ich lasse es. Ich lasse es. Die Base hier kann bleiben. Weil die ist ja auch direkt nebenan, ne? Ja, aber das zum Beispiel ist schon wieder zu weit weg. Da wäre eine Wurzel. Ja, die hält hier doch nicht lang. Huch, laggity lag, Alter. Tschüss, Mistvieh. Achso, ich dachte, da kommt noch ein zweiter. Dann nicht. Ja, aber das hier ist mir zu weit weg. Ich guck mal, ob wir vielleicht hier, wenn wir in eine andere Richtung gehen. Ich sollte die lieber kämpfen lassen und mich nicht einmischen, ne? Sonst greifen die mich nachher an. Ihr macht das schon. Ich gehe mal so nach hier. Und wenn wir dann da wären, dann könnten wir hier so hoch. Gucken mal, ob hier irgendwo eine Wurzel ist. Ja, aber die muss natürlich auf dem Boden sein. Wir sind hier ja sehr weit oben. Ich habe aber auch überlegt, dass wir dann uns so eine Art Tunnel buddeln können. Irgendwie. Aber dafür müssen hier auch Wurzeln sein, natürlich.
Warte mal. Ich glaube, ich sollte doch allmählich mal zu meiner Schwade wechseln. Ich schmeiße doch die Ressourcen kurz hier hin. Die brauchen wir zum Erkunden nicht, ne? So, so, so. Und das hier nehme ich mal ab, damit das weiter produziert. Und schmeiß es davor. So. Und da ist der Gyal. Schön herkommen, mein Freund. So. So. Hier rüber. Und hier hoch. Laggedy lag. Warum laggt es so? Ist doch gar nichts los. So. Ja, flieg mal zu den Zwergen. Stimmt, ich könnte zu den Zwergen gehen, die könnten mir helfen. Uiuiui. Hey. Jetzt reicht's mir aber. Nein. Wow. Nein, nein, nein. Gegen den Gyal gestorben. Was ist mit mir los? Ich narr. Oh Gott, ist das peinlich. Na super. Warte mal. Wir müssen mal kurz hier Holz nachfüllen. Sonst bin ich komplett ausgeruht. So. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Ja, war ich schon wieder ein bisschen unvorsichtig natürlich. Der Klassiker. Lief so gut, die Aufnahme, weißt du? Naja, war soll's. So, hier draufgestellt. Oh, warum laggt es denn so? Moment mal, ich minimiere das hier mal. Vielleicht ändert das irgendwas, aber nee. Hä? Was haben wir denn anders Ach, die Asquins haben wir jetzt gezüchtet. Ja, die sind natürlich nicht förderlich, dass es weniger laggt, ne? Jetzt haben wir noch mehr Instanzen mit Wegsuche. Ja, hier ist natürlich wieder was los. Und wo ist der kleine Süßi? Der Namenlose? Stimmt, Alter, wenn der nachher erwachsen ist, dann passt der hier gar nicht mehr durch, ne? Oh nein! Was denkt der denn da? Vielleicht ganz gut, dass der hier nicht runterkommt. Ist der im Keller? Nee, ne? Weil wenn er erwachsen wird, dann soll er gerne oben sein. Gut, was mache ich denn hier? Ich mache schon wieder Standardprozedere. Wir sind gestorben und ich wollte meine Sachen wiederholen. Habe ich mich schon wieder ablenken lassen von unserem Asquin. So, Food. Und ich gönne mir auch das. Und das schaffen wir, glaube ich, nackt. Ich hoffe es einfach mal. Da sind allerdings auch Zecken, ne? Ich laufe rein und mache eine Tür an. So, bitte lass mich leben. Oh, nein, nicht den Stuff aufsammeln. Was sind das denn? Oh oh. Ich höre es grummeln. Und der wird natürlich da sein, wo wir gestorben sind. Ich mach mal Akteur an. So, damit ich da schnell auf diesen Stein jumpen kann. Da sind wir gestorben. Oh oh, hässliche. Ist aber schnell weg hier. So. Ach ja, stimmt. Ich bin hier runtergefallen. Oh oh. Schnell zu den Zwergis, der hatte sogar zwei Sterne, ne? Ne, doch nicht. Ich dachte gerade, der war rot. So, hier rein. Und hier hoch. Oh, ja gut, so viel zu dem Thema. Aber ich kann mir auf jeden Fall meine Klamotten anziehen, so. Sehr gut. Und Energieschild. Und Froststab, let's go. Wo immer der Gyal war. Ah, da ist auf jeden Fall er. Oh, 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 vorsichtig. Ich will hier nicht aus Versehen Zwergen-Stuff treffen. Gut. Aber die Zwerge scheinen tot zu sein, wa? Ist aber schade. Na, vielleicht respawnen die. Kein Plan. So, und ich begebe mich schon wieder viel zu weit weg, ne? Ich bin schon wieder bei den Zwergen. Aber ich wollte eigentlich auch... Halt. Das hier kann entfernt werden. Ich wollte ja eigentlich auch da so in der Nähe gucken, ne? Ich jump hier mal wieder zurück, wo wir gerade gesucht haben. Da, Alter! Stirb! Verdammt! Ich habe jetzt wenige nur getroffen. Verdammt!
So, stirb endlich. Verbrenne. Tschüss. Gut. Oh, dann gehe ich mal nach da unten. Hm, unser Dings wäre hier. Stimmt, da könnten wir einen Tunnel durchbuddeln, wenn hier Wurzeln wären. Ich hoffe, hier ist kein Wasser. Ist es nicht. Hier unten könnte irgendwo der Giallenbeutel sein. Da ist er doch. So, sind hier Wurzeln? Ja. Hier. Eine immerhin. Ist hier zufällig noch eine in der Nähe? Nee, ne? Ja, das ist natürlich schade. Aber wir könnten theoretisch hier einen anbringen. Wenn ich mal gucke, wir müssten dann dahin. Ich mache mal ein paar Schwaden. Ach ja, na klar, ich habe ja die ganzen Ressourcen jetzt da gelassen. Ich gehe mal hier hin. Und hier wäre jetzt dann sozusagen was im Weg. Ich könnte hier lang. Da sind hässliche. Stirb. Und dann einfach hier durchbuddeln, ne? So. Komm. Warum nicht? So, schön nach unten. Noch ein Stück. Hier so. Ich hoffe, wir kommen überall so weit nach unten. Ich glaube aber, das sollte gehen. Vor allem wird es auch interessant sein, wenn wir dann durch einen Felsen buddeln, haben wir sozusagen wirklich einen Tunnel, ne? Aber mal gucken, wie gut das funktioniert, weil das ist manchmal wirklich schwierig, dass es dann auch gut aussieht, weil diese Steine da so komisch wegbrechen. Ich finde, das sieht auch ganz cool aus, dass es hier dann auf einmal so Erde ist. Hat was. Würde ich auch so lassen. Also natürlich könnte ich das auch verstärken hier, ne? Wieder pflastern. Können wir aber dann immer noch entscheiden. Alter, ist er stabil. Okay. So. Hier lang. Das nochmal nach unten. Und hier durch. Ist eine gute Idee so, oder? Haben wir hier so einen Schleichweg. Okay. Auch irgendwie geil, dass da so eine Wurzel rausragt. Ja, das hier könnte jetzt wieder ein Weilchen dauern, ne? Ich glaube, das ist mega stabil. Ich habe irgendwie gehört. Alles gut. Ach, das waren Steine. Gut. So. Alter. Ist das Diamant oder was? Was geht denn hier ab? Irgendwo ist hier ein Vieh. In unmittelbarer Nähe. Es krabbelt mir im Ohr herum. Oh nein, hier geht's nach oben, ne? Ja. Hier kommen wir nicht durch. Also hier müssen wir, ne? Also da können wir nicht weiter nach unten buddeln. Das finde ich so schade. Also man hätte die Begrenzung mit dem nach unten buddeln ruhig ein bisschen tiefer machen können. Finde ich. Also, weil so tief ist das jetzt nicht, bin ich ehrlich. Also, was ist denn das? Ne? Ich meine, hier im Mittelalter haben sie auch Brunnen gebaut. Die waren ein bisschen tiefer als das. Ah. Komm, kommst du hier rein? Ja, kommst du. Wow! Hey, hey! Nein! Alter, was ist hier los? Nein! Lass mich in Ruhe! Boah, alter Schwede, ey. Mistvieh. Na, warte. So. Lass dir meine Wurzeln schmecken. Nein, 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 nein. Verzieh dich. Alter, ey. Gleich ist hier direkt wieder Action, ne? Oh, Mann. So. Mann, ging mir der gerade schon wieder die Düse. Bin ich ehrlich. Aber der hat es Gott sei Dank verkackt. Was geht denn hier ab? Oh, der hat den Baum vernichtet. Na gut. Ja, dann buddeln wir mal weiter, wa? Von nix kommt ja nix. So. Und hier hoffe ich, dass wir möglichst direkt unter dem Stein bleiben die ganze Zeit. Ne? Hauptsache, wir kommen hier durch. Das ist ja alles, was wir brauchen. Wenn es sogar so klein ist, dass die Viecher hier nicht durchkommen, ist es sogar noch besser.
So. Hier lang. Ah, hier haben wir wieder einen Brocken. So. Ja, hier kommen wir wieder nicht tiefer. Oh, das ist doch so doof. Genau das meine ich. Und ich glaube auch, dadurch, dass wir jetzt so tief gebuddelt haben, wie es geht, führt das dazu, dass wir hier doch eventuell die ein oder andere Treppe reinbauen müssen. Damit wir hier nicht immer springen müssen, um hier lang zu kommen, ne? Ihr versteht schon. Aber mal gucken. Erstmal buddeln wir durch und gucken dann, wie es aussieht. Ist auch gut möglich, dass die Spitzhacke gleich auseinanderfällt. Ah, doch, es geht noch. So. Und hier durch. Na komm. Dafür bräuchte man wieder diesen längeren Ausdauertrank, ne? Theoretisch. Da, das meine ich. Wir kommen hier nicht hoch durchgehen. Wir müssen laufen. Das finde ich doof. Weil es kann ja auch sein, dass wir überladen sind, ne? Oder so. Und dann hängen wir da. Muss ich nicht gleich ankommen? Das Haus ist zumindest auf der Minimap ganz dicht dran. So, hier diese Spitze noch weg. So. Und hier. Sehr gut. Schon ein bisschen unheimlich mit dem Nebel. Aber das werden wir natürlich gleich ausleuchten. Ne? Natürlich. Das bleibt ja so nicht. Hier sind, glaube ich, zwei Steine ineinander. Kann das sein? Nee, doch nicht. So. Hier lang. Und so. Wundert mich echt. Ich dachte eigentlich, wir sind schon längst da. Aber gut, was soll's. Es wird doch ein wenig dunkel, ne? Ja, ich glaube, wenn ich hier durchgebuddelt bin, dann sollten wir erstmal wieder pennen gehen. Weil nachts, ne, in den Mistlands ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh, ich trinke mal nebenbei einen Schluck Tee. So. Und hier noch. Boah, wie viel ist denn hier noch? Sag mal. Nachtmusik, oh oh. Ja, der Stein ragt hier. Ja, ne, wir müssen den auch kaputt machen. Man sieht's. So, hier lang. Plot-Twist, wir sind schon längst da. Und ich sollte einfach mal nach oben buddeln. Stimmt, vielleicht sollte ich mal so gucken. Nee. Oh, hier ist eine Wurzel im Weg. Ah, aber wir können hier durch. So lang. Dann an der Wurzel vorbei und dann ist das direkt auch connected mit unserem Weg. Also Weg. Also mit diesem, ne, mit der Konstruktion, die wir da gebaut haben. Jetzt komm schon. Alter, dauert das lang. Na gut. Da. Licht am Ende des Tunnels. So, dann noch hier den Klumpen weg. Ich höre schon wieder Viechers. Da, man hört's. Und es kann auch sein, dass die dann natürlich unsere Sachen angreifen, ne? Ist überhaupt nicht gut, was ich hier mache. Ich sollte echt erstmal zurückgehen. Mache ich es auch. Hier den Müll. Ja, den kann ich theoretisch auch mit rübernehmen. Ich schmeiß das mal alles so davor. Dann sammle ich das hier auf. Nein! Ich bin aus Versehen mit der Maustaste gegen die Tastatur gekommen. Scheiße. Na gut, dann kann ich hier gleich den Stein jetzt doch herholen. Halt! Wenn das so ist, lasse ich Stein hier. Oh, nein, den noch nicht. Den Stein. So. Und den Stein nehme ich auch und schmeiß den auch dahin. Können wir uns vielleicht gleich was Hübsches draus craften. Mal gucken.